Und damit guten Abend. Es kommt davon, wenn man Studentenfutter futtert und ein Stückchen Nuss nur ein ganz kleines bisschen in die Luftröhre kommt. Deswegen gehen wir direkt mal ins Prison. Ich habe heute Identifizieren in den Geist, drei Verträge spielen und null Sanity. Null Sanity, deswegen habe ich auf einer größeren Karte angefangen. Ei, 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 atmen ist so schön. Bin ich nochmal gespannt, ob ich auf null Sanity runterkomme in der Karte hier. Ich habe, wie sollte es auch anders sein, erstmal Kruzifix Nebenaufgabe bekommen. Mein Hals wird sich gleich wieder normalisieren, das wird ganz toll. Vor allem für mich. Huch. So, hier war ich schon. Okay. Gucke ich mir zuerst die Zellenblöcke an. Zumindest ist das der Plan. Keine Sicherung hier. Okay, zwei Lichtschalter. Irgendwo nicht allzu weit weg. Dann gucke ich mir. Oh Mann! Irgendwann wird mein Hals auch nochmal normal sein. Gucke ich mir zuerst mal die Zellenblöcke an. 13, 12, okay. Dann bin ich doch wahrscheinlich wieder hier im Zellenblock. Hallöchen, du hast da Licht angemacht. Okay, das heißt, du warst im Kontrollraum. Oh, bist du vielleicht sogar hier im Kontrollraum heimisch? Das wäre mal was Neues. Ich bleib mal hier drin. Guck mal, ob ich Schritte höre. Nein, auch auf jeden Fall wird es mal ein bisschen kälter. Also hier haben wir 6 Grad. Hier drin sind es. Na, ist ungefähr das gleiche. Ein bisschen kühler. Ja, okay. Na gut. Warte, brauche ich vielleicht noch. Bitte schön hier oben bleiben. Oh Mann. Sorry, ich muss husten. Oh Mann. So, einen Lichtschalter mache ich hier noch aus. Von mir aus kann das Setup für das Licht jetzt so bleiben bis zum Ende der Runde.
Bringen wir doch erstmal einen Haufen Bewegungsmelder da rein. Oh, warte. Ich wollte zwei Sachen gucken. Erstens die Sanity und zweitens die Sicherung. Die Sicherung ist ganz hinten oben. Gut, dann gucken wir doch mal noch den Block an. Block B. Lichter vielleicht irgendwann nochmal ausmachen, gucken, ob ich da zufällig einen Orb sehe. Ist natürlich schwierig. Okay. Sanity ist noch auf 4. Halbwegs viel Aktivität. Gut. Hast du da Licht angemacht? Okay. Ist vielleicht etwas weiter vorne, als man meinen könnte. Ich merke mir auf jeden Fall, dass ich hier nach Fingerabdrücken gucke. Okay. Ist die Tür zugemacht. Und das Licht aus. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Gefriertemperaturen. Du bist möglicherweise im vorderen Bereich. Guck ich doch mal, ob du irgendwo da durchgehst. Auf jeden Fall schon ein paar Sachen gemacht. Ich hoffe, ich habe mich noch zusätzlich durch Salz wandern lassen. Jetzt kann ich mal so die ersten Beweisgeber reinholen. Gefriertemperaturen habe ich ja jetzt schon mal. Das war echt unerwartet. Bin ja gewöhnt, dass die Geister nichts machen. Ich hole vielleicht auch direkt schon eine Kamera, weil man weiß ja, was passieren kann. Und dann bringe ich direkt noch eine andere Kamera. Also einmal Video, einmal Fotokamera. Foto- und Videokamera. Das hat schon ein bisschen gekostet. Ich müsste mal jetzt, wo ich dieses Spiel komplett gewöhnt bin, auf eine echte Geisterjagd gehen. Also mit echten Materialien in einem echten Spukhaus und mal gucken, wie lange ich das aushalten würde. Ich gehe mir noch davon aus, mittlerweile hat mein Gehirn komplett kapiert, dass es sich um ein Spiel handelt. Bin deswegen recht wenig schreckhaft. Natürlich nicht gar nicht, wie man gerade gesehen hat. Aber wie ich dann so auf einer echten Geisterjagd, selbst wenn ich im realen Leben nicht an die Existenz von Geistern glaube, man weiß ja nie. Und das spricht ja dann auch das limbische Nervensystem oder so an. Mach mal. Doch, ich mach mal das Licht aus und komme mit der Geisterbox und dem Buch wieder. Mal gucken. Hast du hier irgendwas an den Türen gemacht hier vorne? Oder hast du hier wieder was am Licht gemacht? Was mir jetzt wirklich nicht so gut gefällt.
Hast du eine Tür aufgemacht? Da hast du eine Tür aufgemacht. Okay. Dann kann man hier hinten auch mal gucken. Hier hast du nichts aufgemacht. Oh Mann. Ach so, ja, ich wollte ja das auch noch ausmachen. Jetzt gucke ich mal, ob ich da was sehe. Hast du auch da. Ey, du fuddelst ganz schön an Lichtern rum. Lass das bitte. Irgendwann fliegt mir echt noch die Sicherung raus. Da habe ich keine Lust drauf. Ich lasse das Licht im Gang mal an. Wow. Bist du eine Banshee? Ja, ganz schön aktiv, der Geist. So, du bist mittlerweile durch mindestens einen der Bewegungssensoren. Durch welchen bist du denn durch? Das würde ich wirklich gerne wissen. Dann die Kamera. B. Ich logge schon mal Gefriertemperaturen ein. Dann wollte ich die Geisterbox mitnehmen. Und ich möchte gerne mitnehmen. Lauf doch mal noch durch einen durch. Okay, da vorne so. Durch beide gleichzeitig. Gut, dann mache ich da so in der Nähe auch. Oh, durch Salz auch noch. Und durch Kruzifixe, das ist die bescheuertsten Nebenaufgaben. Das sind alles die Nebenaufgaben, die erfordern, dass ich ungefähr weiß, wo der Geist ist. Nächstes Mal sollte ich auch noch nach meiner Sanity gucken. Wert jetzt, hast du da schon wieder was an den Lichtern gemacht? Nee, noch nicht. Gut, dann gehe ich jetzt hier durch. Bin eigentlich ganz froh, dass ich hier die Dings gemacht habe, die Lichter angemacht habe. Hast du Wasser angemacht? Schritt gehört. Hast du was runtergeschmissen? Einen kriegst du noch. So, wo auch immer du sein könntest. Machen wir mal hier hin. Und die Kamera wird jetzt mal weiter nach. Hier gebracht. Hier bist du nicht so durch. Licht doch mal aus.
hoffe, dass du was ins Buch schreiben wirst und dann komme ich mit anderen Sachen wieder. Muss auch gucken, wie viel Sanity noch übrig geblieben ist. Ich hatte vorhin noch 69%. Bin einigermaßen durchs Helle, aber ein bisschen was geht ja immer verloren. UV-Lampe und EMF kommen jetzt. Wirklich viel Lichter an und aus im Untersuchungs- im Überwachungsraum. Sieht sehr hell aus. Ist wieder das Licht angemacht? Ja, natürlich ganz toll. Würde sagen, du hast das Licht wieder angemacht. Ich habe es extra ausgemacht. 55. Ich habe nur einmal Pillen dabei. Dann nehme ich die zwei Sachen mit. Gucke mal, was dabei rumkommt. Ich hasse dich. Das gerade durch. Der Fingerabdruck. Cool. Da ist noch ein Fingerabdruck. Cool. Das widerlegt auch meine These, dass man pro Karte nur maximal einen Fingerabdruck finden kann. Jetzt habe ich drei gefunden. Also ich bin der Meinung, es ist eine Banshee, weil das Ding mir immer folgt. Das habe ich auch nicht zugemacht. Eine Banshee müsste ins Buch schreiben oder EMF-Ausschlag, glaube ich, geben. Wo war das denn jetzt? Hier war einer, oder? Ich mache da hinten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Willst du nicht kurz erscheinen? Ich glaube, hier war einer. Gut, Fingerabdrücke. Dann habe ich Fingerabdrücke. Gespenst Banshee. Gespenst ist ein Orb. Geht natürlich auch noch. Mein Gespenst ist Geisterbox. Okay, tut mir leid für die Orb-Liebhaber. Ich würde gerade schon Ork-Liebhaber sagen. Das heißt, mit dem Buch muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Ich muss mir auch keine Sorgen mehr um den Orb machen. Das heißt, ich nehme die Geisterbox und ich nehme das Teil. Was habe ich noch dabei? Hier, EMF. Ganz uninteressant.
Also da bist du durchgegangen. Hier noch durch. Jetzt Sachen wie Kruzifixe und Salz. Kruzifixe sind wieder ganz toll. Banshee, wenn es eine ist. Was ich für nicht unwahrscheinlich halte. Geisterbox hat bisher nicht funktioniert. Wie kriege ich den dritten Beweis raus? Warte. Banshee ist EMF, oder? Banshee ist EMF. Das habe ich natürlich noch gar nicht überprüft, das mache ich gleich noch. Ein Kruzifix, ein Salz. Das ist noch gut. Ja. Sobald ich drin bin, muss ich nochmal EMF überprüfen. Ich weiß leider nicht, wo du spawnst. Ich weiß nicht, wo du spawnst. In der Nähe von einem Überwachungsraum lege ich das erstmal hin. Ich vermute ja nur, dass es eine Banshee sein kann. Es kann immer halt noch ein Gespenst sein. Bisher hat der Geist auch noch nicht angegriffen. Wenn es eine Banshee ist, kann das halt passieren. Ich kann es halt nicht sagen, wo ich es am besten hinlege. Also, du warst schon mal hier. Ich nehme übrigens auch die Kamera einmal. Hier bist du gerade durchgerannt. Dann. Ne? Und du bist halt gerne hier. Dann brauche ich noch das EMF. Du musst ja zwangsläufig irgendwie da durch, wenn du. Okay. War das die ganze Sicherung? Nein, war sie nicht. Mach das mal kurz aus. Das wieder an. Da bist du durch. Bist du schon da durch? Ich bin ja schon wieder erschreckt, du gemeiner Geist. Bin auch sehr leise. Ich werde gleich nach oben nach einem Knochen suchen. Ja, also hier gehst du am meisten durch. Hast du hier das Licht ausgemacht? Renne ich hier gerade im Dunkeln rum? Nein! I hate you! Jo. Da ich eh einmal nach dem Knochen suchen wollte oben, kann ich das auch gerade jetzt machen. Gehen wir hier lang. Weiß nicht, ob sich's noch lohnt, aber werden wir gleich rausfinden. Müsste eigentlich noch gucken, dass ich das zweite Kruzi hier reinhole. Das wird sonst doof. Warte. Erst die kleinen Räume. Die angenehmen. Oleg, geil.
Na, man kann auch mal Glück haben, was den Knochen angeht. Trotzdem wüsste ich noch gerne, was für ein Geist das ist. Am entferntesten liegende Raum. Ich bin nicht wieder im Hellen. Könnte ich kurz rausgehen? Noch das zweite Kruzifix holen? Vergiss es. Machst gerne Türen zu, hä? Und auf. Und Lichter und lauter so ein Zeugs. Zweites Kruzi und zweite Kamera oder so. Oder nicht die zweite Kamera. Vielleicht hole ich echt mal eine Kerze. Falls du mir das Licht ausmachen solltest, dann. Du sollst es aber doch nicht ausmachen. Ich sagte nur, falls. Mano. Also Kerze. Ich renne jetzt nicht nochmal da hoch, dann kann ich meine Sanity gleich abschreiben. Was habe ich noch? Ja. Okay. Dann nehme ich eine Kerze und ein Dings. Warte. Wie geht das, Kerze anzünden? So? Wie zündet man nochmal eine Kerze an? Ah, mit R. Okay. Dann machen wir das aus. Nehmen das mit. Und gehen mit der Katze wieder rein. 43% höher, das wird super. Dann stelle ich mich mit der Geisterbox noch ein bisschen in den Raum und höre der noch ein wenig zu. Wir hoffen, dass die Kerze noch ein bisschen Schutz bringt. Kruzifix. Du machst das echt gerne zu, Alter. Leg ich ein bisschen weiter vorne dran. Hier bist du nicht so durch. Hier hin. Hier hin.
Cool, du bist ein Gespenst. So, ich bleib noch ein bisschen. Geisterbox und Gespenst. Ich hätte gerne noch ein Foto von dir. Wenn du jetzt hier spawnst in der Nähe, hoffentlich. Kruzi. Nebenaufgabe. Du bist hier in der Nähe auf jeden Fall. Aber du zeigst dich nicht. Ach, egal. Das nicht geklappt. Du bist aus der Zelle da rausgekommen. Geist. Fingerabdrücke, Fingerabdrücke. Geil. Gehe mal zum Eingang und gucke, ob ich das Kruzifix-Event abgeschlossen habe. Wenn nicht, es ist relativ einfach. Geschichte zu entgehen, dem Geist. Rum. Okay. Hihi, Geist wieder auf der Flucht fotografiert. Und ich habe es nicht abgeschlossen, so gemein. 42%, ja, dann bleibt ja nicht viel. Du bist aus der Zelle rausgekommen, das heißt, das möchte ich gerne noch machen. Das Kruzifix da an die Zelle legen. Zwar lege ich beide weiter vorne hin. Das ist der Plan. Ich komme im Roman, bevor er noch mal angreift. Wenn nicht, habe ich genug Türen, um mich zu verstecken. So, wo bist du jetzt rausgekommen? Aus der Zelle? Mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. So, da jetzt hin. Und da eins. Bist denn du? Da. Mach ich das zweite? Da. So, da habe ich eins hin.
So. Ich hoffe, dass das reicht. Ich guck mal noch, ob du zufällig Wasser schmutzig gemacht hast. Bist natürlich der Axttyp, so gehört sich so. Ja, du hast Wasser schmutzig gemacht. Cool. Ich renne erst hier raus. Dann gucke ich, ob das Foto was geworden ist. Dann wäre das nämlich ein ziemlich cooler Erfolg, diese Karte. Also, was ich nicht habe, ist Interaktionen, aber scheißegal. Schmutziges Wasser. Ich hatte den Geist meistens, wenn ich im Zellentrakt ihn hatte, wirklich im vorderen Bereich. Du bist ja noch keinen ganz hinten. Und du hast nicht versucht anzugreifen? Echt jetzt? Ich hasse dieses blöde Kruzi-Event. Ich habe nicht mehr so viel. Musst eigentlich doch nochmal angreifen. Ich habe noch das 0% Sanity-Gedöns. Kann ich auch noch probieren. Ah, ich hätte noch einmal fotografieren sollen, dann hätte ich die Interaktion gehabt. Egal. Und das habe ich jetzt aber auch zugemacht. Also eine auf und dann wieder zu. Okay, zwei noch da. Ich kann ja nicht mal sagen, ob er überhaupt an der Stelle spawnt und die Kruzis richtig liegen. Tun sie nicht. Ich gehe jetzt. Das ist echt blöd in diesem Raum. Weil jetzt ist er noch weiter vorne. Ich muss echt raten an diesem Ding. Schade. Ich hasse dieses blöde Kruzi-Teil, zumindest mal in diesen Riesenkarten. Ich krieg das auch dauernd in letzter Zeit. Ich hätte gerne echt mal ein anderes. So, jetzt gehen wir. Na gut, schade. Möchte für diesen Raum 5 Kruzis oder so. Na, haben wir nicht gekriegt. Okay, aber das Gespenst haben wir eingeloggt. Und wir haben ein paar Sachen gemacht. Ich mache noch ein schönes Foto und zwar hier von dieser Wand. Ist das nicht toll? Und das noch? Sehr gut. Tolle Fotos gemacht. Es war ein Gespenst. Och ja, aber trotzdem ziemlich gut. Stell dir mal vor, ich hätte 310, wenn ich hier sogar noch die Aufgabe 4 abgeschlossen hätte. Und 325, wenn ich noch das Interaktionsfoto gekriegt hätte. Das ist aber ziemlich gut, auf jeden Fall. Ja, zwei Karten muss ich ja noch machen. Ich nehme mal an, ich habe das gut, Sanity noch nicht. Gut, machen wir noch. Also bis gleich. Ciao.